Hallo und herzlich willkommen zum neuen Vlog. Der Tag ist mega chaotisch gestartet. Svea hat auch gerade super schlechte Laune. Ich versuche jetzt irgendwie trotzdem mit dem Vlog irgendwie voranzukommen. Denn in diesem Vlog soll es so ein bisschen um Sport gehen. Also darum, was ich gerade so mache und dass Sport und Body Love sich natürlich auch nicht ausschließen, sondern sich eigentlich bedingen. Ich habe einfach nur meine Einstellung zum Sport geändert. Logischerweise, weil sich ja auch die Einstellung zu meinem Körper verändert hat. Und darüber wollte ich heute so ein bisschen mit euch sprechen, was sich quasi in meinem Kopf verändert hat und was ich gerade für Sport treibe, wann ich das tue. Und ich habe noch so ein paar Produkte im Zusammenhang mit Sport, die ich euch heute in diesem Video vorstellen möchte. Also inwieweit hat sich jetzt meine Einstellung zu Sport verändert und wie passen Sport und Body Love eigentlich zusammen? Das Ding ist, früher habe ich Sport als etwas betrachtet, was ich tun muss, um eine bessere Figur zu bekommen. Eine Figur zu bekommen, die mir irgendjemand gesagt hat, gezeigt hat, die ich haben müsste. Ganz im Allgemeinen die Medien natürlich. Und Sport war dafür quasi Mittel zum Zweck, um diese Figur zu bekommen. Diese Hunde hier immer, die gehen hier tierisch ab. Und Sport hat mir aber in dem Sinne nie wirklich Spaß gemacht. Es war immer auch ein Stück Quälerei dabei. Als ich nach der Schwangerschaft von Vince so gut abgenommen habe, das habe ich ja geschafft mit 30 Day Shred von Jill Michaels, habe ich damals auch sehr empfohlen, das Programm, weil ich damit halt in kurzer Zeit schnelle Erfolge erzielt habe. Das Problem ist nur, wenn man sich dann mal ein bisschen genauer mit Sport beschäftigt, findet man raus, dass es eigentlich sehr ungesund ist, gerade so für die Gelenke auch zum Beispiel, dass es natürlich auch nicht besonders förderlich ist, jeden Tag Sport zu machen, was man ja bei 30 Day Shred macht. Und es ist eigentlich wie so eine klassische Diät, ne? Du machst es halt nur über diesen kurzen Zeitraum. Niemand macht sein Leben lang 30 Day Shred. Und sobald du damit aufhörst und nicht was Adäquates findest, was du dann weitermachst, nimmst du logischerweise auch wieder zu. Und ich habe damals gesagt, dass es mir schon in gewissem Maße Spaß gemacht hat. Ich glaube, sonst hätte ich das auch nicht 30 Tage durchgehalten. Das Ding ist aber, der Spaß oder die Endorphine kommen halt erst, wenn du damit fertig bist. Und zwischendrin quält man sich halt schon. Und das hat nichts mit Selbstliebe zu tun. Also wenn ich mich an irgendeinem Punkt quälen muss, dann tue ich das nicht, weil es mir Spaß macht, sondern weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich muss das tun, aus welchen Gründen auch immer. Ne? Ob dieses Müssen von außen kommt oder ob es auch von innen kommt, dass ich sage, ich muss jetzt Sport treiben und das muss wehtun und das muss nervig sein und das muss anstrengend sein, muss es gar nicht. Als ich dann angefangen habe, meinen Körper anders zu betrachten, hat sich logischerweise meine Einstellung zum Sport geändert. Ich treibe Sport jetzt nicht mehr, um abzunehmen, weil ich eine gewisse Figur erreichen möchte, sondern ich treibe Sport aus dem ersten Faktor heraus, weil ich was gefunden habe, was mir wirklich Spaß macht. Also während ich das tue, habe ich großen Spaß. Ich freue mich darauf, weil es auch so eine Stunde ist, die ich von zu Hause weg bin, die ich mit einer Freundin verbringe, die ich mit netten Leuten verbringe, die ich mit toller Musik verbringe. Dass sich das dabei um Sport handelt, ist natürlich ein toller Nebeneffekt, weil man natürlich auch was für seinen Körper tut. Und da geht's weiter. Ich mache Sport nicht mehr, weil ich jetzt irgendwie abnehmen möchte in dem Sinne, sondern weil ich weiß, dass ich Sport treiben muss für meine Gesundheit. Also Body Love bedeutet natürlich auch, dass ich mich um meinen Körper kümmere. Sowohl mit gesunder Ernährung natürlich, als auch mit Spaziergängen an der frischen Luft, auch mit einem sehr anstrengenden Kind. Body Love bedeutet halt einfach auch, dass ich mich um meinen Körper durch Meditation zum Beispiel kümmere, ne, durch Ruhe, aber auch durch Sport, weil Sport ist natürlich, wissen wir alle, gesund fürs Herz-Kreislauf-System. Natürlich verliere ich dadurch auch ein bisschen Gewicht,
Was insofern natürlich auch gut ist, weil ich weiß, dass dieses Gewicht, was ich gerade habe, auch nicht unbedingt so super gesund ist. Jedenfalls auf Dauer, ne, und auf die Jahre gerechnet. Genau, und deswegen treibe ich Sport, aber einfach aus anderen Gründen und aus einem anderen Gesichtspunkt heraus. Und ich treibe nicht mehr so viel Sport und ich muss mich nicht zum Sport zwingen. Ach Mäuschen, du hast heute nicht leicht, ne? Ja, ich weiß. Mal gucken, ob ein Keks die Schmerzen lindern kann. Was wollte ich gerade sagen? Ach, oh, Svea, wir haben gerade Minions-Kekse. Guck mal. Bitte. Ja, siehste. Genau. Ich quäle mich halt nicht mehr. Ich freue mich auf diese Art von Sport. Und ich schaue auch nicht mehr, okay, ich muss so und so viele Stunden Sport in der Woche machen. Ich verbrenne in dieser Zeit so und so viele Kalorien oder so. Also sowas mache ich einfach nicht mehr. Und was mache ich jetzt für Sport? Ich betreibe Zumba. Das war ein richtig blöder Zufall. Also ich habe vor Jahren mal Zumba ausprobiert mit so einer DVD zu Hause und es war einfach nur schrecklich. Ich konnte das gar nicht, es hat null Spaß gemacht. So meine Arm-Beine-Koordination hat überhaupt nicht hingehauen. Und ich habe gesagt, Zumba ist nichts für mich, das mache ich nie wieder. Und dann habe ich hier in meiner Nähe einen Sportkurs gesucht. Also ich habe was gesucht, wo ich mich nicht im Fitnessstudio anmelden muss und teuer Geld bezahlen muss. Aber wo ich aus dem Haus komme, um Sport zu machen. Ich hätte auch gerne sowas wie Pilates oder sowas gemacht. Und eine Freundin hat mir Zumba empfohlen. Da musst du halt keinen Vertrag oder irgendwas abschließen. Ne? Du gehst hin und bezahlst halt immer nur, wenn du hingehst. Und ich dachte, okay, probierst es halt mal aus. Ne? Und ich war da das erste Mal, ich habe es geliebt. Ich habe es geliebt. Und es tut mir jedes Mal weh, wenn ich irgendwie nicht hin kann, weil ich krank bin oder weiß der Kuckuck, ne, wo ihr wisst noch, wo mir die Kniescheibe rausgesprungen ist. Da war ich dann auch ein paar Wochen logischerweise nicht. Das war echt doof. Und ich liebe das und ich mache das nicht, weil ich dabei, weiß ich nicht, 800 Kalorien verbrenne. Tut mir leid, ich muss heute die Keksbestechung anwenden. Sondern weil mir das Spaß macht. Ich komme halt einmal in der Woche abends raus. Das ist auch eine Zeit, wo ich natürlich logischerweise nicht arbeiten kann, was arbeitsfrei ist, kinderfrei, mannfrei, gedankenfrei, weil du dich halt auf die Schritte zu der Musik konzentrieren musst. Das heißt, dein Kopf ist auch mal ausgeschaltet. Das tut auch mega gut. Und ja, also kann ich euch nur empfehlen, mal auszuprobieren. Ich hatte damals bei Instagram das so ein bisschen begleitet, als ich angefangen habe. Da haben viele gesagt, ey, ja, probier das mal so 3-4 Mal aus. Es kann sein, dass dir das am Anfang nicht gefällt, weil die Schritte noch nicht kannst. Aber ich habe das geliebt vom ersten Moment an, wirklich. Und jetzt haben wir leider 6 Wochen Sommerpause. Also 6 Wochen Sommerferien bedeutet 6 Wochen Zumba-Pause. Und ich möchte halt in der Zeit nicht so gar nichts machen. Einfach wieder aus dem Aspekt heraus, ne? Sport ist schon wichtig. Möchte aber nicht wieder irgendwas machen, wo ich mich halt dazu zwingen muss, mich quälen muss. Und deswegen versuche ich im Moment, in diesen 6 Wochen, halt so kleinere Sachen in meinen Alltag einzubauen. Ne? Ihr müsst euch halt auch mal bewusst darüber werden, was eigentlich alles Sport bzw. Bewegung. Reden wir mal nicht von Sport, sondern reden wir mal von Bewegung. Ne, der tägliche Spaziergang im Kindergarten ist Bewegung. Kann man auch mal ein bisschen schneller gehen. Ich versuche viel Rad zu fahren. Genau, also das ist eigentlich so. Ich gucke halt an, normalerweise ist Mittwochabend halt Zumba. Und ich gucke halt, dass ich in dieser Stunde, die ich normalerweise beim Zumba wäre, alternativ was mache. Je nachdem, auf was ich Lust habe, was mir mein Körper so sagt. Entweder ich gehe halt eine Stunde spazieren, ich gehe eine Stunde Fahrrad fahren, ich gehe eine Stunde schwimmen. Irgendwie sowas. Okay, also ich gehe dann keine 60 Minuten schwimmen, ja. Ich schwimme vielleicht so 20 Minuten. Aber ich tue halt was. Und wichtig ist auch, das bewusst zu tun, ne? Also beim Zumba weiß ich dann, also beim Zumba, ja, bin ich total dabei. Weil du musst dich konzentrieren, die Musik ist geil und es macht Spaß mit den Leuten. Bei diesen Alternativhandlungen, die ich gerade so mache,
ne, beim Spazierengehen muss ich dann ganz bewusst auch die Ruhe genießen. Beim Fahrradfahren, ne, fährst du halt irgendwo hin, wo die Landschaft schön ist. Und beim Schwimmen, das ist so eine Sache, da genieße ich auch die Ruhe. Und da bin ich mir bewusst, okay, einatmen, ausatmen, die Bewegung, das kühle Wasser und so. Also ja, dann auch irgendwie so voll dabei zu sein. Weil beim Schwimmen hast du halt das Problem, oder auch beim Fahrradgehen, Spazierengehen natürlich auch, aber wieder auf eine andere Art und Weise, dass die Gedanken wieder Unfug treiben können. Beim Spazierengehen oder auch beim Fahrradfahren, Kopfhörer auf, Podcast an, positive Gedanken. Schwimmen ist da eher schlecht. Und da muss man dann halt wirklich bewusst sich einfach auf den Atem konzentrieren. Dass man jetzt nicht irgendwie, ne, Selbstliebe bedeutet auch auf seine Gedanken zu achten. Darauf zu achten, was ich denke. Das jetzt positive oder negative Gedanken. Negative Gedanken sind, wenn ich mich dabei erwische, umschalten. Ich habe mal gehört, entweder du hörst halt den Radiosender Bullshit FM in deinem Kopf oder du switcht halt und suchst dir einen besseren Radiosender aus. Und in dem Fall schaue ich dann, dass ich mir einen besseren Radiosender aussuche. Genau, so läuft das im Moment. Also während der Zumba-Sommerpause gucke ich halt, ne? Aber halt nichts auf Zwang. Also, nee. Ich glaube auch, das war am Anfang jetzt so nach der Geburt von Svea mein Problem. Dass ich mir da ganz extrem Druck gemacht habe und so auf Zwang Sport gemacht habe. Und da ich das dann halt nicht funktioniert hat, wahrscheinlich durch diesen Stress, Stress macht ja auch dick, habe ich mir noch mehr Stress und noch mehr Druck gemacht. Das hat alles dann irgendwie keinen Sinn ergeben. Und so läuft das richtig gut. Also es tut mir gut, ich liebe das sehr und kann euch nur empfehlen, einfach mal eure Sichtweise zum Sport zu verändern. Und ich habe ja diesen Film Embrace gesehen und da hat Nora Tschirner ja auch mitgewirkt und die hat dann mal später in einem Interview was ganz Tolles gesagt. Sie sagte, wenn sie irgendwie merkt, sie hat den Gedanken, sie müsste zum Sport gehen, weil da irgendwie ein paar mehr Fetträuchchen am Bauch dazu gekommen sind, dann gibt sie sich 3 Monate Zwangspause beim Sport, weil dann ihre Einstellung zum Sport eine falsche ist. Und das fand ich richtig, richtig gut. Und ja, überdenkt mal eure Einstellung zum Sport. Probiert mal ein bisschen aus, ne? Also, wie gesagt, ich hätte mir auch Pilates vorstellen können. Yoga möchte ich mal ausprobieren, auf jeden Fall in nächster Zeit. Und ja, probiert aus, was euch Spaß macht. Also, welchen Sport ihr macht, weil er euch Spaß macht und nicht, weil ihr möglichst viele Kalorien verbrennt oder ja, weil ihr dadurch abnehmt. Also ich glaube, man muss so seine Einstellung zum Sport ändern und dann passt das super gut in Einklang zum Thema Body Love. Ja, Grumpy ist jetzt eingeschlafen im Kinderwagen und deswegen sind wir jetzt einfach noch ein bisschen draußen im Garten und wir sind noch unterwegs, gerade so 2 Sachen eingefallen. Moment. Und zwar zum einen, für mich bedeutet Body Love, Selbstliebe ja auch, dass ich mich immer wohlfühle. Und da spielen Klamotten eine ganz, ganz große Rolle. Ne? Also ich sage das dann auch nochmal in einem Video, was noch kommt, dass es halt super wichtig ist, dass ihr Klamotten findet, die euch passen und die ihr toll findet und die ihr einfach gerne anzieht. Und das ist halt einfach auch ein Prozess. Ich habe keine richtigen Sportklamotten. Also ich habe jetzt noch nicht so intensiv danach gesucht, aber ich habe noch keinen Shop oder irgendwas gefunden, die halt auch quasi Plus-Size-Sportklamotten haben. Das hört meistens irgendwo bei der L auf oder so und ist super, super eng anliegend, was ja, ne, absolut logisch ist. Wenn dickere Frauen, so wie ich, Sport treiben, dass die dann mega enge Klamotten anziehen, fühlt man sich auch mega wohl drin. Also ich habe da noch nichts gefunden, möchte halt gerne, ne, einfach eine Hose, die gut passt und ein Oberteil, was halt locker sitzt und nicht hauteng anliegt. Und da habe ich leider nichts gefunden. Das heißt, ich treibe gerade Zumba in einer Leggings und einem Schlabber-T-Shirt, was mir nicht so gut gefällt. Und was nicht so meinem... Kann ich das hier so abstellen? Was nicht so meinem, ja, einfach... Was nicht dem entspricht, dass man sich immer wohlfühlen soll. Das ist halt ein bisschen schade. Also wenn ihr da Tipps habt, wo es so Sportklamotten gibt, auch in der XL oder auch ein Ticken größer, weil es ist ja auch immer die Frage, wie es ausfällt, und was nicht zwingend eng anliegend ist, dann schreibt mir das mal super, super gerne in die Kommentare. Das wäre sehr schön. Und dann hatte ich noch was.
Ich schaue auch ganz gerne die Videos von Moin Yamina. Und die hat, das ist jetzt schon eine ganze Weile her, mal was Schönes in einem Video gesagt. Sie sagte, sie möchte eigentlich gar keine Workout-Videos mehr hochladen, weil sie immer so das Gefühl hat, dass das was Falsches vermittelt. Und sie hasst auch Transformationsbilder. Und ich fand vor Transformationsbilder eigentlich immer ganz schön, aber sie hat eigentlich was Interessantes angesprochen. So ein Transformationsbild, wovon es ja Tausende immer auf Instagram gibt, vermittelt eigentlich, dass die Person vorher nicht gut war, so wie sie ist. Und dass da etwas verändert werden musste. Und deswegen ja dann Bild Nummer 2. Und das ist ja eigentlich ein völlig falscher Ansatz, weil Person auf dem ersten Bild war auch schon perfekt, war auch schon liebenswert, war auch schon toll, war nett, war lieb, war fröhlich, war auch schön hübsch anzusehen. Und dass diese Transformationsbilder eigentlich ein völlig falsches Bild vermitteln, dass da am Anfang was war, was man unbedingt verändern musste, und dass es dann halt dieses zweite Bild gibt. Dass sich die Person ja eigentlich überhaupt nicht verändert hat, sondern nur ihr Äußeres. Und dass sich die Person wahrscheinlich innerlich auch nicht mit verändert hat, sondern ihr Körper hat sich verändert, aber ihre Liebe zu ihrem Körper wahrscheinlich höchstwahrscheinlich nicht. Das ist ja immer dieses Tragische, ne? Dass Frauen halt sich unglaublich abrackern, Männer ja auch, um einen hübscheren Körper zu bekommen, aber das innere Denken verändert sich nicht und deswegen lieben sie sich in diesem neuen Körper auch nicht mehr als vorher. Diese zwei Gedankenpunkte kamen mir noch, wo wir jetzt noch weiter spaziert sind. Ich weiß, ich werde jetzt mal, also ich bin es nicht gewohnt, dass Svea vormittags nochmal einschläft. Ich muss mal sehen, weil es könnte sonst schwierig werden mit dem Mittagsschlaf. Meine Stimme beim Spazierengehen war offensichtlich einschläfernd. Gut zu wissen. Und auch wenn ich keine richtigen Sportklamotten habe, habe ich zumindest das hier. Sieht erstmal aus wie ein schwarzes, normales T-Shirt, ist aber, also es ist von Laulas und es ist ein Funktionsunterhemd und eigentlich ist es dafür gedacht, dass man keine Schweißflecken mehr auf Blusen hat, weil das hier ist aus Membranstoff. Das sind so eingenähte Achseltaschen und da kann man entweder Papiertaschentücher reinschieben oder richtig auch von Laulas solche Saugeinlagen. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich es hasse zu schwitzen. Und gerade beim Sport, beim Zumba ist es unvermeidbar, dass man schwitzt. Und da ziehe ich gerne dieses Shirt, eigentlich ist es ein Unterhemd, aber dieses Shirt unter mein Sport-T-Shirt, damit der Schweiß hier halt wirklich aufgesaugt werden kann. Das gibt es in Weiß und in Schwarz, gibt es mit V-Ausschnitt, so wie ich das habe, oder halt auch mit Rundhalsausschnitt. Und ja, soll halt wie gesagt den Schweiß schön aufsaugen. Und ich benutze Papiertaschentücher, aber bei diesen Saugeinlagen hat man natürlich auch verschiedene die sind natürlich an sich besser, weil die einfach mehr aufsaugen können als so ein Papiertaschentuch und dadurch ist es dann natürlich deutlich trockener unter den Achseln, weil der Schweiß halt einfach auch in diesen Sauganlagen eingeschlossen wird. Aber für die eine Stunde Sport, die ich halt mache, sind auch Papiertaschentücher in Ordnung. Und wenn man halt aber diese Saugeinlagen nimmt, vermindert es auch die Geruchsbildung. Also meine Schwester hatte das zum Beispiel in ihrer Pubertät, dass sie wirklich sehr, sehr doll geschwitzt hat. Also da kann ich mir das auch im Alltag sehr gut vorstellen. Ich glaube, dann würde ich auch diese Saugeinlagen nehmen, wenn man wirklich das den ganzen Tag anhat. Also hier sieht man das dann so vielleicht ein bisschen, das dann mit Klettverschluss und sowas kann man dann hier so reinstecken. Aber wie gesagt, es geht auch mit Papiertaschentüchern und ist so halt super angenehm zu tragen und ich ziehe da halt wirklich dann noch mein Schlabber-Sport-T-Shirt halt drunter. Und das saugt schon erstmal viel von dem Schweiß, den man einfach beim Sport zwangsläufig produziert, auf. Für wen das noch interessant ist, vielleicht dann auch sogar im Alltag, dem verlinke ich Laulas auf jeden Fall mal unten in der Infobox. Das hier ist meine Waage. Ja, erstmal die Frage, wie passen Waage und Bodylove zusammen? Erstmal, ich war eigentlich nie ein Freund von Waagen. Ich habe mich immer nicht gerne gewogen. Mein Arzt ist der Meinung, dass man das tun sollte, dass man das wöchentlich machen sollte. Ich benutze die Waage aber nicht, um mein Gewicht zu kontrollieren, sondern meinen Körperfettanteil. Der wird nämlich durch diese Waage, die ist übrigens von Söhnle, auch angezeigt. Und dafür nutze ich die, weil ich weiß, dass zu hoher Körperfettanteil einfach ungesund ist. Und deswegen möchte ich den reduzieren. Nicht zwingend mein Gewicht, aber meinen Körperfettanteil.
So, Manu hat sich jetzt mal da drauf gestellt. Sein Gewicht interessiert uns ja eigentlich nicht. Dann wird da angezeigt, dass er männlich ist, da wo sein großer Zeh gerade ist. Genau da. Und dann muss man halt einfach ein bisschen warten und dann kommen die anderen Werte. Das ist zum Beispiel jetzt sein Körperfettwert. Dann kommt noch der Wasserwert oder ja, der Wasseranteil. Und man kann verschiedene Personen anlegen. Da gibt man dann an, wie alt die sind und wie groß die sind, damit er das alles berechnen kann. Genau, das ist jetzt der Wasseranteil in deinem Körper, ne? Das extrazelluläre Wasser, alles, was außerhalb der Muskelzellen ist. Vielen Dank, Herr Doktor.